Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen des Johannes-Nepomuk-Gymnasiums, herzlich willkommen zu unserem Abschlussgottesdienst in diesem Schuljahr 2019-2020, einem Schuljahr, in dem sicherlich nicht alles so war, wie es normalerweise sein würde, wo sich vieles getan hat, was wir gerne anders gesehen hätten, und dennoch ist es jetzt fast vorbei, dieses Schuljahr, und wir wollen noch einmal miteinander Gottesdienst feiern, in einer etwas außergewöhnlichen Form, wie es eben außergewöhnliche Anlässe verlangen. Vorbereitet haben diesen Gottesdienst Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b mit ihrem großartigen Lateinlehrer Tom Gehr. Und bevor wir jetzt uns in das Thema einführen lassen, wollen wir zunächst diesen Gottesdienst beginnen, wie alle unsere Gottesdienste, im Zeichen des Kreuzes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und jetzt wird uns Milena einige Worte zur Einführung in diesen Gottesdienst geben. Mitschüler und Mitschülerinnen, liebes Lehrerkollegium, also wir, die 10b, wir haben uns Gedanken gemacht über das Thema Bleibt alles anders? Aloha, heute ist ja schon vieles anders, weil normalerweise wären wir alle miteinander in der Kirche und hatten unseren Gottesdienst machen, aber wir nehmen den jetzt für euch auf. Deswegen ja, in den letzten Wochen, da hat sich ja auch ganz viel verändert. Aloha, dass wir wochenlang nicht in der Schule waren, die Maskenpflicht und die Abstände, also es hat sich sehr viel verändert. Ja, durch die ganzen Veränderungen haben ja auch viele ganz viele Strukturen in einem Tag vielleicht verloren, viele haben ihren Halt verloren und vielleicht können wir ja diesen Halt so ein bisschen in Gott finden und in dem Glauben. Bleibt alles anders? Das ist das Thema dieses Gottesdienstes, den wir heute hier in einer ganz außergewöhnlichen Form mit euch zusammen feiern. Wo könnte man Veränderungen besser sehen als in der Natur? Wachsen und Vergehen, das Heranreifen von Früchten, von Ernte, aber auch das Vergehen wieder, all das sind Zeichen dafür, dass eigentlich nichts in unserem Leben bleibt, dass sich alles immer wieder verändert. Ein großes Buch und Beispiel für Veränderungen, quasi eine Veränderungsgeschichte, die die ganze Menschheit bewegt hat bis heute, das ist die Bibel. Schauen wir doch mal an ihre Anfänge. Bleibt alles anders? Das ist das Thema dieses Gottesdienstes heute. Und allein der ist ja schon anders, denn wir sind heute nicht in der Kirche. Wir sind jetzt hier bei uns im Klostergarten. Und wo könnte man Veränderung schöner feststellen als hier draußen in der Natur? Das Wachsen und das Vergehen, es wird hier besonders sichtbar und deutlich. Kleine Samen werden gepflanzt, sie werden groß, sie werden zu Bäumen, zu Früchten. Doch irgendwann müssen auch sie wieder vergehen. Im Herbst fällt das Laub. Und dann braucht es wieder den Winter, damit im Frühjahr ein neues Saat, ein neues Leben entstehen kann. Ein Buch, das Veränderungen beschreibt oder letztlich ein Buch einer einzigen großen Veränderung ist, das die Menschheit bis heute bewegt, das ist die Bibel. Sie erzählt ganz viele Geschichten von Veränderungen. Gleich in den ersten Zeilen der Bibel ist von Veränderung die Rede. Gott gibt den Menschen das Paradies, er gibt ihnen alles, was sie brauchen. Und am Ende scheitert dieses große Projekt des Lebens in Frieden und Geborgenheit an einer kleinen Frucht, an einem Apfel wie diesem. Eva und Adam, sie nehmen von der Frucht und Gott sagt ihnen, dass jetzt alles anders wird. Sie werden aus dem Paradies vertrieben, aber sie werden von Gott nicht alleine gelassen. Er ist bei ihnen und er kümmert sich auch weiterhin um sie, auch wenn sie jetzt ihren gewohnten Lebensraum verlassen mussten. Die vielleicht größten Veränderungen im Alten Testament der Bibel erfährt Abraham. Er hat eine Frau, Sarah, und die beiden sind schon sehr alt. Und eines haben sie im Leben nicht erreicht, obwohl sie viel Besitz, viel Reichtum haben. Sie haben keinen Nachkommen, sie haben keinen Sohn. Eines Tages kommen Männer zu Abraham und sie sagen ihm, Abraham, heute in einem Jahr, wenn wir wiederkommen, dann wirst du einen Sohn in deinen Händen halten. Und was macht Abrahams Frau Sarah? Sie lacht. Aber diese Geschichte der großen Veränderung zeigt uns, dass letztlich Gott es ist, der am letzten lacht. Denn tatsächlich, ein Jahr später, hält Abraham seinen Sohn Isaak in der Hand. Und Isaak heißt nichts anderes als Gott lacht. Oder schauen wir uns Mose an. Das Volk Israel, es ist in Ägypten.
Es leidet unter der Last des Pharao und vielleicht haben sich die meisten Ägypter mit diesem Leid schon abgefunden. Natürlich hätten sie es gerne besser in ihrem Leben, aber wie das mit uns Menschen halt so oft ist, oft nehmen wir Dinge hin, weil sie sich nicht ändern können, weil wir sie nicht wissen, wie es weitergehen soll und dann sagen wir, naja, das ist halt so. Und dann schauen wir doch noch auf die vielleicht größte und weltbewegendste Veränderung, die sich zu Beginn des Neuen Testamentes abspielt. Maria, ein junges Mädchen, sie bekommt von Gott eine Botschaft, die vielleicht zunächst ganz niederschmetternd für sie ist. Du wirst ein Kind bekommen. Maria, sie ist nicht verheiratet, sie hat keinerlei soziale Absicherungen. Und jeder weiß es, damals in Israel war es eher eine Schande und ein Riesenproblem, unverheiratet ein Kind zu bekommen. Aber gleichzeitig mit der Botschaft des Engels sagt dieser Maria auch zu, Gott ist mit dir. Du bist von Gott auserwählt als sein Werkzeug. Du bist auserwählt, Jesus Christus, den Retter, den Messias zur Welt zu bringen. Und was macht Maria? Sie vertraut auf Gott und sie sagt ja, sie nimmt die Veränderungen an. Auch sie weiß nicht, wird alles besser oder schlechter, bleibt alles anders. Aber sie geht diesen Weg, weil sie weiß, Gott ist mit ihr. Wie die Geschichte mit Jesus Christus weitergeht, das wissen wir alle. Auch sie endet letztlich in einer scheinbar totalen Katastrophe, in der totalen Finsternis, in der totalen Leere. Jesus stirbt am Kreuz, den vielleicht grausamsten Tod, den Menschen damals sterben konnten. Doch auch hier ist nicht alles so ausweglos, wie es scheint. Genau das Gegenteil ist der Fall. Gott ist mit Jesus und Jesus ist der Sohn Gottes. Nach 3 Tagen im Grab lässt Gott ihn wieder auferstehen, siegreich von den Toten. Der Tod ist besiegt, das Dunkel wird zum Licht, was finster war, wird hell. Und auch für uns hat das Konsequenzen, denn auch für uns ist vieles nicht mehr so dunkel, wie es manchmal scheint. Ist vieles jetzt durch Jesu Auferstehung viel heller und lebendiger geworden. In die Wochen und Monate der Corona-Zeit haben wir in diesem Jahr auch das Osterfest gefeiert. Und vielleicht war es für viele ein ganz anderes Ostern, ein viel bewussteres Mitgehen durch diese Zeit aus dem Dunkel hinüber in das Licht. Wir hatten Einschränkungen und Verbote zu erleiden, wir hatten Kontaktbeschränkungen, wir durften unsere Liebsten nicht sehen, wir durften nicht in die Schule, nicht in die Arbeit gehen. Und auch vieles andere in unserem Privatleben blieb uns eine Zeit lang verwehrt. Jetzt scheint sich alles wieder ein wenig aufzuhellen, vieles lockert sich, vieles wird wieder einfacher für uns. Es sind Lichtblicke, die am Himmel erscheinen. Natürlich wissen wir, dass Corona noch nicht besiegt ist, dass das Virus die Welt immer noch im Griff hat. Aber dennoch haben wir Hoffnung und Zuversicht. Denn wir haben als Christen einen Gott, der uns gezeigt hat, vom Anfang der Welt an, dass er bei den Menschen ist. Dass er hinter den Veränderungen steht, dass manche Veränderungen vielleicht gar nicht vermeidbar sind. Aber dass eben auch Veränderung nicht immer etwas Schlechtes, sondern manchmal auch etwas Positives bedeutet. Und so können wir, weil wir wissen, dass Gott immer treu ist, dass Gott immer an unserer Seite ist, mit Zuversicht zunächst in die Ferien und dann in das kommende Schuljahr blicken, auch wenn wir natürlich nicht wissen, wie es im Herbst weitergeht. Eines aber wissen wir ganz sicher, wir sind nicht alleine, Gott ist mit uns. Vieles hat uns in den letzten Tagen, Wochen und Monaten bewegt und manches haben wir auch noch nicht so verarbeitet, wie wir es gerne verarbeiten wollen. Wir haben Bitten und wir haben Wünsche an Gott und die wollen wir jetzt in den Fürbitten vor ihn bringen. Guter Gott, wir bitten dich, sorge dafür, dass die momentan laufenden Bewegungen für Veränderungen in der Gesellschaft, wie zum Beispiel die Black Lives Matter oder Fridays for Future Bewegung, nicht an Schwung verlieren. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten dich, dass die Solidarität, die die Menschen vor allem während den letzten Monaten gezeigt haben, weiterhin bestehen bleibt und unseren Alltag positiv beeinflusst. Gott, unser Vater.
Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten dich, dass im kommenden Schuljahr alle die Chance haben, sich gut einzufinden und den Schulalltag möglichst gewohnt bestreiten können. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten dich, dass alle, die mit Veränderungen in ihrem sozialen Umfeld zu kämpfen haben, lernen, damit umzugehen und Verluste und Konflikte zu bewältigen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir bitten dich, dass alle, die in einen neuen Lebensabschnitt eintreten werden, die anstehenden Veränderungen gut meistern werden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Einige Bitten an Gott haben wir jetzt gerade ausgesprochen. Bestimmt hat jeder von uns noch ganz persönliche Anliegen, Sorgen, Nöte und Wünsche, die er jetzt gern im Stillen vor Gott bringen kann. Und dann wollen wir miteinander das Gebet sprechen, das Jesus selbst uns gelehrt hat, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Anfang vom Gottesdienst und auch jetzt stellt sich eine Frage. Also Denise, bleibt alles anders? Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass einiges anders bleibt und viele Veränderungen auf uns zukommen. Zum Beispiel die Veränderungen im Lehrerkollegium, dass viele Lehrer gehen, aber auch eben neue kommen. Aber auch Veränderungen bei den Schülern, vor allem neue Klassen oder der Übertritt in die Oberstufe und damit gar keine Klassen werden präsent sein. Einer aber wird sich nicht verändern. Und das ist Gott, an den wir Christen glauben. Er hat uns versprochen, immer treu zu sein. Und ihn dürfen wir jetzt zum Abschluss dieses Gottesdienstes um seinen Segen für uns bitten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch und alle, die euch am Herzen liegen, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wünschen euch schöne und erholsame Ferien und eine glückliche Rückkehr im neuen Schuljahr 2020/21, wie auch immer das dann aussehen wird. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, schöne Ferien wünsche ich euch ganz persönlich auch im Namen meiner Mitbrüder hier aus dem Kloster Rohr, wo wir heute etwas ganz Außergewöhnliches, etwas ganz Einmaliges gemacht haben, nämlich einen Gottesdienst aufgezeichnet, aufgenommen haben. Ich hoffe natürlich, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen in die Ferien, ein paar Gedanken vielleicht, die euch bewegen und die euch auf die nächste Zeit auch einstimmen und vorbereiten. In jedem Fall wünsche ich euch eine gute Zeit der Erholung. Lernt nicht zu viel nach, aber ein bisschen müsst ihr vielleicht tun. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle gesund und munter im kommenden Schuljahr wiedersehen.